Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näherbringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, eine weitere Episode heute machen zu dürfen mit einem Gesprächspartner. Wir sind immer noch mitten im Jasmin-Blog. Wir haben schon einiges gehört. Auch der Stefan Bauer war im Podcast, hat mich sehr gefreut. Und ich habe aber schon im Vorfeld einige andere angefragt und bin sehr froh heute, dass Frau Hughes nochmal im Podcast ist, die Schulleiterin der SAI Homöopathieschule in Zug, an der ich die Inhaberin, nein, wie sagt man? Helfen Sie mir. Also eigentlich nur, ich bin nur die Leiterin vom Zentrum, vom SAI Haus der Homöopathie. Die Schulleiterin ist jetzt Gabriela Keller. Das stimmt, ja. Ich bin noch in dem Alten hängen geblieben. Genau. Aber sehr viel Freude, dass Sie heute dabei sind, weil bei Ihnen durfte ich die Miasmen in der Tiefe lernen an der Schule. Und da darf es natürlich nicht fehlen, wenn ich heute mit Ihnen darüber spreche. Also erstmal ein herzliches Hallo. Danke, hallo und danke für die Einladung. Es freut mich auch sehr, über dieses wichtige Thema in der Homöopathie zu sprechen oder sprechen zu dürfen. Ja, genau, das ist eine super Überleitung, weil ich im Vorfeld, als ich den Podcast gestartet habe, schnell im Internet darauf gestoßen bin, dass das alles Quatsch ist, dass man es nicht braucht, dass das in der Therapie keinen Platz hätte, dass wir nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz, weil es ja keine Prüfungssymptomen sind und so weiter, bis hin zur in diesem Juli abgehaltenen höheren Fachprüfung, wo ich dann Prüfern begegnet bin, die mich da relativ versucht haben, auseinanderzunehmen. Ich glaube, ich habe richtig gute Antworten gegeben, aber die auch dann so implizieren, versucht haben mit den Fragen, dass das ja gar nicht das Essentielle wäre, sondern mehr über die Mitte. Und ich habe das mit Stefan auch schon besprochen, dass ich das Gefühl habe, ich wüsste gar nicht, wie ich Fälle betreuen sollte ohne, gerade die langjährigen Fälle. Und deshalb würde ich gerne anfangen. Warum sind die Miasmen gerade auch in unserer Methode an der SAI so zentral und wichtig? Ich glaube, dass die Methode, das ist eigentlich eine Kentsche Methode, ne? So wie Kent und nachher Bose und Dr. Jussi weiterentwickelt hat. Diese Methode ist untrennbar von den Miasmen, weil wir machen einen sehr großen Unterschied zwischen dem Verschwinden und von einem Symptom und einer Unterdrückung von einem Symptom. Also unser Ziel ist nicht, und das sollte ja immer das Ziel von jeder homöopathischen Behandlung sein, sollte nicht das Verschwinden von einem Symptom sein, sondern eine tiefe Heilung. Wenn wir von tiefer Heilung sprechen, dann müssen wir überlegen, wo sehen wir oder wo auch hat sogar schon Hahnemann den Ursprung einer Krankheit gesehen. Wo ist der Ursprung? Warum? Das tiefe Warum, die Causa. Ich rede jetzt nicht vom Auslöser, sondern von Causa. Und diese Causa, die sehen wir in diese tiefliegenden Schwächen, die wir mit uns tragen, die wir Miasmen nennen. Und ohne auf diese Ebene zu gehen, sehen wir nur wieder ein Teil von Eisberg. Wir behandeln, wir können Erfolg haben, aber wir können nicht ganz in der Tiefe gehen. Und für mich sind die Miasmen ein wunderschönes Instrument oder es macht einfach Sinn. Wenn wir einfach die Miasmen und ich weiß, ich kenne die Theorie, die sie sagen und alle Leute, die sagen, das ist ja für nichts und weil ich verstehe, wenn man das selber, die Tiefe der Miasmen nicht verstanden hat, dann wird das schwierig, sie anzuwenden. Und das ist die Genialität von der Methode, die wir anwenden, ist, dass wir diese Miasmen von dem Moment, wo wir den Patienten treffen, bis Moment, wo, sagen wir, wo wir das Mittel verschreiben und später beim Fallverlauf, es sind wie ein Barometer für uns, wie ein Kompass. Es gibt uns die Sicherheit, wir wissen, was wir machen somit
Und das sind so eine wunderschöne Hilfe. Aber das Ziel ist, den Mensch in seiner Tiefe zu erfassen. Also über, so hinter dem Symptom. Ja. Das ist eigentlich das Bild. Wenn wir das nicht machen, dann können wir meines Erachtens die Dynamik der Krankheit und auch die Dynamik des ganzen Heilungsverlaufs gar nicht verstehen. Es fehlen uns diese Instrumente. Ja. Und für mich, wissen Sie, ich weiß noch, als ich als junge Studentin, also ich war damals noch im Tierarztstudium, und dann saß ich bei Dr. Hughes, und das hat mich fasziniert. Plötzlich kommt, er hat schon damals Patienten auf die Bühne also behandelt, so Supervision gemacht. Und dann kommt ein ganz, ganz, ganz feiner Bub, so 5-jährig, so tuberkular, ganz schlank, mit so einer Brust, so ein Trichterbrust und mit ganz, ganz wache Augen. Und der Behandlungsgrund war so etwas wie Erkältung oder chronische Husten oder was das war. Und seine erste Frage war, wer hat Tuberkulose in der Familie? Und damals habe ich noch nichts verstanden von Miasmen. Und ich war so, und jetzt macht das alles einfach Sinn. Mhm. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, es ist wie so ein roter Faden, den man benutzen kann. Wie war so Ihr Einstieg in die Miasmatik? Bei mir? Mhm. Also ganz klar, ich hatte, bevor ich bei Dr. Just studiert habe, hatte ich bei einem anderen Dozent einen Einführungskurs, 3-jährig für Ärzte und Tierärzte. Es war schon ein sagen wir, Kentsche Lehre, aber nicht die Art, die ich später kennenlernen durfte. Und dort habe ich das, was viele gelernt haben. Psora ist unterdrückte Krätze, also kommt von der Krätze, und Sikose vom Tripper und. Und ich bin Tierärztin, okay? Mhm. Und ich habe gefunden, nein, das kann nicht sein, dass einfach so ein System sich übertragen werden sollte auf Tiere und auf alles. Etwas stimmt nicht. Ich habe es nicht verstanden. Also dieses Infektionskonzept, es hat mich gar nicht eingeleuchtet. Mhm. Und ich habe das ruhen lassen, bis ich eben zu Dr. Hughes gekommen bin und da verstanden habe, aha, es ist keine Theorie. Das ist gar keine Theorie, es ist Realität bei jedem Patient. Jedes Wort, das ich bei ihm gelernt habe, und er hat das nicht erfunden, Dr. Jus, das ist ganz klar, das ist ganz normale Miasmenlehre, wie Hahnemann kennt und dann allen sie weiterentwickelt hat. Und jedes Wort, alles ist nachvollziehbar, man kann das beobachten. Das hat mich fasziniert. Und dann studieren, studieren und studieren. Ja. Haben Sie eigentlich an dem Buch Reise in der Krankheit, wo Dr. Hughes ja einige miasmatische Betrachtungen geschrieben hat, da gibt es ja so schöne Einleitungen und hinterher dann auch noch Listen an Symptomen. Haben Sie da schon mitgearbeitet und diese Sachen zusammengetragen mit ihm? Also das ganze Zusammentragen vom Buch, die Hauptarbeit hat Elfriede Schäfler gemacht, die auch ihre Dozentin. Ja. War, oder? Und zwar stammte das aus verschiedenen Vorlesungen, die mein Mann gegeben hat. Dr. Hughes hat viele Bücher geschrieben, aber er hat das Schreiben nicht gerne gehabt. Und er war sehr froh, er hat immer gesagt, nein, ich rede lieber, als dass ich schreibe. Und deshalb sind wir meistens so vorgegangen. Ich habe mit ihm später gearbeitet, mehr bei der Überarbeitung von denen. Wir haben ja x verschiedene Auflagen gemacht und da habe ich gearbeitet. Und hat er mal erzählt, wie sozusagen sich diese miasmatischen Symptome entwickelt haben? Weil sie sind ja eben keine Prüfungssymptome, was ja eins der Kritiken sozusagen ist. Aber wie Dr. Hughes jetzt klar bekommen hat, dieses eine Symptom gehört zu Psora. Weil wir haben das ja öfters, wenn wir mit anderen Miasmenkonzepten in Kontakt kommen, warum das auch, glaube ich, etwas ist, was dann auch übergreifend Leute schwierig finden. Weil bei jedem lernen sie wieder neue Miasmenkonzepte, dann haben die plötzlich 6 Miasmen oder 12 oder, ne? Wie da Dr. Hughes diese klare Linie gefunden hat, für mich auch bestätigt. Mhm. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Er hat das übernommen von Bose.
und sicher in gewissen Teilen weiterentwickelt, aber das kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Also er hat auch nie gesagt, er hat es aus dem oder dem Buch irgendwie... Ja. Nein. Okay. Weil ich fand immer, was bei uns das Schöne war, dass die Miasmen auch unterrichtet wurden, wie die Arzneimittel zu Beginn zumindest als ein Bild. Das hat der Stefan Bauer nochmal klar erwähnt, dass Kent das auch schon geschrieben hat, man möge die Miasmen doch genau wie ein Arzneimittelbild aufgleisen und nachher wie eine Mater Medica schreiben, was ja im Reise einer Krankheit auch dann gemacht worden ist, ne, nach die Gemütssymptome und den Kopf- bis Fußschema. Aber es war auch immer lebendig. Also im Unterricht hatte ich nie das Gefühl, dass die Miasmen, ne, irgend so eine... Ja, es ist eigentlich genauso wie bei den Arzneimittelbilder-Methode von Kent, oder? Grundsätzlich müssen wir, wenn wir das erfassen wollen, das Miasmenbild verstehen, um das Wesen des Miasmen zu verstehen, um es nachher bei Patienten zu erklären. Es gibt ja nie einen Patient, der kommt so, genauso wenig wie es ein ganz hundertprozentiger, weiß ich nicht was, Natriumoriaticum, und sie haben immer Anteile. Ne? Aber um das zu verstehen, damit man diese Miasmen lebendig werden, ist das eine ganz gute Methode. Ja. Absolut. Und das sieht man denn eben in der Praxis, und da will ich dann gerne in die SAI-Praxis ein bisschen reinschauen. Wie ist das bei euch? Wie verwendet ihr die Miasmen dann im Alltag konkret? Vielleicht haben Sie einen Fall oder so, wo Sie das gut erklären können, den Zuhörern, dass auch das gut klar wird, wie wir damit arbeiten. Ja, also wir brauchen sie eigentlich überall. Aber sagen wir bei den ersten Fallaufnahme, die Miasmen sind ein sehr wichtiger Teil, wenn zum Beispiel der Patient ein sehr starkes, sagen wir, psychotisches Aussehen hat. Also er ist etwas aufgedunsen, die Haut ist glänzend, die Hautporen sind ein bisschen so offen. Vielleicht sehen wir gerade Aknenarben oder wir sehen vielleicht Warzen irgendwo am Gesicht. Und wir sehen auch ein bisschen so fettiges Haar. Und dann kommt er und sagt, ich habe Knieschmerzen, zum Beispiel. Gut, dann wissen wir, und wir fragen immer, was ist in der Familienanamnese, dann studieren wir die Familienanamnese, da sehen wir Herzerkrankung, Knieschmerzen, Gallensteinoperation, alles psychotisch, Krampfaden, alles psychotisch. Er ist im Aussehen psychotisch, seine Beschwerden müssen wir noch fragen, dann fragen wir, wann ist es besser, wann ist es schlimmer, die Modalitäten schlimmer, kalt, feucht, okay, schon wieder psychotisch. Also wir wissen, schon, wir müssen ein Mittel finden, das ein hoher psychotischer Anteil hat. Das heißt, wir stellen in so einem Fall möglicherweise die Psychose als wahlanzeigendes Symptom ganz zu oberst in unserer Hierarchisierung zum Beispiel. Ne? Und dann es hilft uns zu verstehen auch, wir sehen, er ist blockiert, er redet nicht über seine Gefühle. Das sehen wir alle, sind alle psychotisch. Wir machen oft zuerst, wenn wir reden mit dem Patienten, eine miasmatische Fallaufnahme, um zum Bestimmen oder wo stehen wir. Das ist ja ein Mix zwischen, das ist also ein Zusammenspiel zwischen dem aktuellen Bild, das aktuellen Bild des Patienten und natürlich die Familienanamnese, die Patientenanamnese. Aus dem ergibt sich eigentlich die Bestimmung des miasmatischen Bildes. Mhm. Und dann wissen wir, das ist wie ein erster Schnitt, was für eine Arznei müssen wir finden oder suchen. Und sagen wir eine psychotische Arznei zum Beispiel. Das hilft uns unheimlich in der Suche. Und dann, also sicher in der Suche von dem Mittel. Es hilft uns in der Beratung von Patienten auch. Wir wissen, dass psychotische Menschen recht stur sind, und recht, sagen wir, therapieresistent sind zu Beginn. Weil genauso wie die Psychose klebrig ist, also wie die Ausflüsse der Psychose schön klebrig sind, so sind auch die Gewohnheiten
und des psychotischen Menschen. Ne? Er will auch keine, er hat nicht so gern Veränderung und er hat nicht so gerne Ratschläge, weil Ratschläge bedeuten, ich muss was verändern. Und bis man diese Psychose bewegt, das ist nicht so einfach. Mhm. Das wissen wir also. Hilft es uns auch in der Beratung? Wie können wir an ihm rein? Wie können wir es schaffen, dass er es sagt, was gut für ihn ist? Nicht, dass wir ihm sagen, ja, das wäre gut, wenn Sie 20 Kilo abnehmen. Das wird eh nichts nützen. Ja? Okay? Ja. Also zum Beispiel. Und dann im Fallverlauf hilft es uns extrem. Mhm. Es hilft uns, nein, noch ein Punkt, während der Fallaufnahme. Psychotische Menschen haben in der Regel haben nicht so gern emotionelle Nähe. Sie sind selber sehr verschlossen und haben nicht so gern diese Nähe. Das heißt, auch in meiner Gestik als Therapeut kann ich das anpassen. Ich kann meinen Stuhl ein bisschen nach hinten nehmen. Ich kann weniger sprechen, gar nicht dominant wirken, ihm mehr Platz lassen. All das hilft mir. Und das passiert, bevor ich überhaupt im Kopf an irgendwelche Arznei gedacht habe. Ja. Und dann natürlich hat das einen Einfluss auf die Arzneiwahl, einen Einfluss auch, einen großen Einfluss auf den Fallverlauf, die Beurteilung vom Fallverlauf. Mhm. Das ist auch sehr wichtig. Wenn zum Beispiel dieser Patient da mit den Knieschmerzen wiederkommt und ich frage ihn, was ist passiert, und dann so wie ein braver psychotischer Mensch sagt er nicht viel. Das ist ja, sie beobachten sich auch oft sehr, nicht sehr gut, und dann kommt aber heraus, dass er ein sehr unangenehm riechender Schweiß hatte, so moderig riechend für eine Zeit lang. Oder wenn wir wissen, wenn er sagt, oh, mein alter Fußpilz ist wieder gekommen, oder ich hatte eine Erkältung mit reichlichem Nasenausfluss, dann muss ich fragen, wie war der Nasenausfluss? Mhm. Sagt er gelb-grün, es ist ein psychotischer Nasenausfluss. Mhm. Also hilft es mir, zu wissen, das Mittel wirkt dort, wo ich möchte. Mhm. Er hat ein paar Kilos abgenommen, er wirkt lebhafter in seiner Gestik, wenn er redet, er lächelt mehr. Die Psychose wird ein bisschen erleichtert. Mhm. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und da, selbst wenn irgendwelche neue Symptome auftreten, das heißt, nichts machen, abwarten, es ist am Laufen. Ich will noch kurz zurück auf die Sache, ein psychotisches Mittel aufsuchen. Ich finde, das ist eine der genialen Methoden, oder was ich so gut gefunden habe, wenn ich das auch vergleiche mit anderen Leuten. Wenn ich andere Konzepte höre, scheinen die Miasmen immer so nebendran zu stehen. Die lernen die Arzneien und dann lernen sie die Miasmen. Mhm. Bei uns war das immer ein verwobenes Netz, ne? Wir haben alle Arzneien immer auch unter dem miasmatischen Hinblick gelernt, wodurch das nachher wie zusammenspielt. Ja, das muss man. Also man muss natürlich, die Miasmen sind eben nicht so eine Theorie, so eine Wolke, die einfach mal schön war und interessant ist. Nein, absolut. Deshalb machen wir ja mit den Studenten immer so miasmatische Analysen von den Arzneien. Also die, was Sie erwähnt haben, die Arzneien werden auseinandergenommen und dann analysiert man die Symptome der Arznei aus miasmatischer Optik. Und das hilft dem Studenten und dem jungen Homöopath, dass er eben die Miasmen in der Arznei, im Patienten und überall erkennt. Es ist eigentlich ein Ganzes, das ist nichts Unterschiedliches. Ja. Weil was dann oftmals zur Diskussion kam zum Beispiel, war ja, das ist ein psychotischer Fall, der braucht jetzt immer Thuja, ne? Weil das ist ein psychotisches Mittel. Und diese Fixation habe ich bei uns in der SAI eben nie gesehen. Das ist ein bisschen komplizierter als das. Ja. Das wissen Sie in der Zwischenzeit, ja. Das ist wirklich viel komplizierter als das. Und wenn man natürlich auf dieser Ebene arbeiten will, dann ist man schnell frustriert mit den Miasmen, weil das bringt einem nicht sehr weit. Nein, es ist so, dass alle Polykresten, alle großen Mittel in der Homöopathie haben verschiedene miasmatische Anteile. Es gibt kein Mittel, das einfach rein antipsychotisch ist. Es gibt kein Mittel, das rein... Wir reden von Hauptsache, also hauptsächlich. Thuja zum Beispiel
hauptsächlich antipsychotisch, großer psorischer Anteil, das wird immer wieder vergessen. Denken Sie an Thuja, unordentlich, chaotisch, faul und so weiter. Das ist, die Haut sieht ungewaschen aus, wäscht sich nicht gern, das ist alles ganz psorische Anteile. Ja. Ne? Oder Thuja hat auch tuberkulare Anteile, wandernde Schmerzen und so weiter. Also es gibt wirklich in jedem Mittel verschiedene Anteile. Aber Hauptanteil zum Beispiel bei Thuja psychotisch. Medorin psychotisch, tuberkular. Lycopodium psychotisch, psorisch. Also das lernen wir mit dieser Methode wirklich. Und somit können wir antimiasmatisch, also es gibt keine, wenn wir eine tiefe, gute, ganzheitliche Verschreibung machen, die wirklich die Totalität der Symptome in ihrem ganzen Umfang mit einbezieht, dann ist jede gute Verschreibung eine miasmatische Verschreibung. Es kann ja nicht anders sein. Und das ist eben das, was mir in den Diskussionen dann aufgefallen ist und was ich auch dann den Standpunkt vertreten habe, dass vielleicht die Miasmen selber nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz über eine Prüfung entstanden sind. Das ist ja so, ne? Ja. Wir aber nachher von uns trotzdem ja nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschreiben, ne? Wir wählen ja trotzdem das Similimum und eben nicht einfach Thuja oder irgendeine Nosode, weil wir auch nicht Bescheid wissen, so, sondern es ist ja weiterhin so, dass nach dem Ähnlichkeitsgesetz verschrieben wird bei uns sehr streng, aber die Miasmen eine enorm gute Hilfe sind, eben genau zu der richtigen Arznei zu kommen. Und dafür ist es wichtig, das eben zu studieren. Ne? Ist sehr wichtig. Und wir brauchen ja die Miasmen in dieser Art. Wir machen auch manchmal, das wissen Sie, sogenannte miasmatische Eröffnungen. Das heißt, in unklaren Fällen, in Fällen mit vielen Unterdrückungen, eröffnen wir miasmatisch. Und auch da, wenn wir einen psychotischen Fall oder einen psorischen Fall eröffnen, mit einem Antipsorikum eröffnen wollen, nehmen wir nicht einfach immer Sulfur, sondern ein großen Antipsorikum, das am besten passt. Ja. Das kann Calcium sein, das muss ja nicht immer dieses Sulfur oder Psorinum oder was indiziert ist. Genau. Einfach ein sogenannter Eröffnungsmittel. Ja. Genau. Sie haben vorhin noch angesprochen, die Familienanamnese, auch ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn man die Miasmen beim Patienten studieren will. Vielleicht auch jetzt vor allen Dingen an unsere Laienzuhörer, die selber zum Homöopathen gehen oder vielleicht noch irgendwo hingehen. Wie wichtig und welchen Stellenwert hat das in der Therapie? Ein extrem wichtiger Teil. Vor allem, es kann sein, dass man mal anfangen kann ohne. Es gibt manche Fälle, wo man sagt, okay, wir brauchen nicht so eine tiefe Kenntnis der Familienanamnese. Aber man kommt zu einem Moment, wo man das wirklich braucht. Und je detaillierter diese Familienanamnese ist, desto besser ist es. Ich gebe ein Beispiel. Wenn Krebs vorkommt in der Familie, dann kann das eigentlich, es ist selten psorisch, das kann sein, es ist selten, aber es kann ein Krebs sein, das psychotisch ist, oder es kann ein syphilitischer Krebs sein, zum Beispiel. Um das zu wissen, brauchen wir als Homöopath den Verlauf. Also die Großmutter ist dann Krebs gestorben, aber wie lange war sie krank? War sie innerhalb von 3 Monaten verstorben oder hat sie 6 Jahre überlebt? Und das sind so wichtige Informationen für uns. Und es gibt keine gesunde Familie, das gibt's nicht. Die haben immer irgendetwas und an irgendetwas ist jeder ja noch gestorben. Also außer, ja. Und deshalb ist es wirklich sehr hilfreich für uns. Ohne das sind wir die schwierigsten zu Behandlungen für uns sind doch die Adoptivkinder. Diejenige, wo man absolut nichts weiß, haben wir eigentlich dieser ganze Teil von der Familienanamnese fehlt und es bleibt uns aber immer noch die Patientenanamnese und das aktuelle Bild. Das ist okay, aber es ist wichtig. Also wenn Laien diese Podcasts hören, dann bitte versuchen Sie eine möglichst vollständige
vollständige Aufstellung machen von alle Krankheiten, die bei den Blutsverwandten vorkommen. Es ist nicht nur Papa, Mama, sondern alle Krankheiten, die bei den Blutsverwandten und alle Krankheiten, die nicht so wichtig waren, von der Kieferhöhlenentzündung bis zu Krampfadern. Also es ist ja nicht nur dramatische Erkrankungen, sondern auch andere. Ja. Und manchmal ist es ja so, dass man auch dann verschiedene Miasmen haben kann. Das ist ja nicht, dass jeder Patient, so wie die Arzneien, ja verschiedene Anteile haben, so kann das auch beim Patienten sein. Ist das wichtig bei uns in der Therapie, diese verschiedenen Miasmen, wenn die aktiv sind oder sich nur in der Familienanamnese zeigen? Ja, na, das ist klar. Wir haben in der Familienanamnese, wir sprechen es. Wenn wir schauen, was für Miasmen in der, ich muss so anfangen. Jeder Mensch hat verschiedene Miasmen in sich heutzutage. Vielleicht war das vor 200 plus Jahren zur Zeit von Hahnemann etwas anders. Es gab vielleicht weniger Mixmal, aber mit allen unseren Unterdrückungen, was wir haben, dass kein Kind fast Fieber haben darf und alles wird dann was schön unterdrückt. Wir machen ein Potpourri von Miasmen. Und die Kunst ist das aktuelle Bild des Patienten. Wir reden von aktives Miasma, dem Bild, was sich zusammen, dem miasmatischen Bild, das sich zusammenstellt aus welche Erkrankung in der Familie und welche Erkrankung hat der betreffende Mensch gehabt. Und das macht eigentlich, wir reden von latenten Miasmen. Latente Miasmen, aktiven Miasmen. Und das Mittel, das man verschreibt, soll in der Regel, es gibt Ausnahmen, mit der Regel die aktiven Miasmen bedecken. Mhm. Und wie man das anschaut, das ist sehr selten, aber es gibt Fälle. Ich gebe Ihnen es gibt Moment, wo man sagt, okay, nein, das kann dieses Mittel nicht sein, ich liege falsch bei meiner Überlegung, weil die aktive Miasmen sind so psorisch, das ist zum Beispiel, eine Frau kommt völlig aufgebracht, sie kann nicht schlafen, sie ist gereizt, sie schreit die Kinder an, sie ist am Ende von ihren Nerven und sie ist so aufgebracht in ihrer Praxis. Also miasmatisch gesehen ist sie in einem psorischen Zustand. Okay? Wenn wir ihre Patientenanamnese anschauen, das ist die Reise einer psychotischen Krankheit. Okay? Sie hat schon mit 16 die erste Eierstockzyste gehabt. Sie hat dann immer Probleme gehabt mit der Menstruation. Dann hat sie eine Gallenblasen, ich hatte so eine Patientin, Gallenblasenkolik mit 21. Mhm. Und so ist es weitergegangen, ja. Wirklich. Die Familie auch, unglaublich psychotisch. Aber im Moment ist sie nicht in einem psychotischen Zustand. Im Moment muss ich ihr ein psorische Arznei geben. Mhm. Zum Beispiel Coffea Ignatia, was der Zustand jetzt ist. Und später aber, und das weiß ich schon, wenn ich das lese, ich weiß, dass ich mit meinem Ignatia nicht tief genug gehen werde, um nachhaltig, damit wirklich die Nerven gestärkt sind. Also wenn der psorische Zustand wieder ruhiger ist, muss ich die Therapie weiterführen, die Konstitutionstherapie, und da kommt die Psychose. Da kommt die chronische Problem, die ganze Problem, da kommt die Psychose zum Vorschein. Ja. Das habe ich am Anfang in der Praxis, ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber öfter mal gesehen, dass ich auch mit einem sehr guten Antipsorikum gestartet bin, vielleicht weil der Patient akut gekommen ist oder konstitutionell, und plötzlich hat sich das Bild geändert. Am Anfang habe ich dann auch einige Fehler damit gemacht, weil ich dann bei meinem Mittel am Anfang geblieben bin, so wie wir das unterrichtet bekommen haben, bis man das versteht, wann wechsle ich die Arznei. Und dann gesehen habe, dass jetzt eben nicht mehr die Psore aktiv ist, sondern ein anderes Miasma. Und auch da war dann die miasmatische Betrachtung wieder sehr wichtig zu verstehen, das Mittel kann jetzt gar nicht mehr das Ähnlichste sein, selbst wenn es am Anfang super geholfen hat, weil jetzt hier ganz ein anderes Thema im Vordergrund steht. Mhm. Es ist so, wenn zum Beispiel, sagen wir diese Patientin, nehmen wir diese Patientin mit der Aufregung, oder? Und dann, okay,
geht das gut und irgendwie unterbricht sie die Behandlung. Das passiert oft, dass die Patienten nicht verstehen, warum sie sich weiter behandeln lassen sollten, wenn es ihnen gut geht. Wir wissen, miasmatisch wäre das wichtig, aber es ist manchmal schwierig, das ihnen beizubringen. Da kommen sie ein Jahr später und damit eine ganz andere Geschichte. Jetzt, was sehen wir? Sie ist wie ein bisschen abgelöscht. Sie ist wie blockiert. Sie ist ganz eine andere Geschichte. Und dann, sie kommt eigentlich auch wegen Beschwerden zum Beispiel immer, sie hat x-mal Blasenentzündung jetzt gehabt in diesem Jahr. Sie hat emotionelle Probleme gehabt mit ihrem Mann, hat nichts gesagt. Es frisst der Kummer, sie frisst den Kummer in sich hinein. Sie hat zugenommen. Sie sehen, das Gesicht ist etwas aufgedunsen. Sie hat keinen Charme mehr im Gesicht. Sie ist ganz im Griff von der Psychose im Moment. Mhm. Also das hilft uns natürlich zu verstehen, wo sind wir. Jetzt in diesem Fall wäre genau das aufgetreten, was wir vermutet hatten. Mhm. Und wenn wir nahtlos nach Ignatia weiter hätte therapieren können, mit was das nächste indizierte Mittel war, aber ein Mittel mit einem großen psychotischen Anteil, hätten wir möglicherweise das verhindern können. Ja. Das heißt, mit der Miasmatik hat man eigentlich auch eine Chance, wie eine Art Prävention zu machen. Ja. Wir verschreiben ja nicht präventiv, aber dadurch, dass ich sozusagen den Fall in der Ganzheit verstehe und dann relativ schnell auf das Gesamtbild eben auch übergehe, dann kann ich wie so Sachen verhindern, lindern. Ja, oder die sagen wir, die Lebenskraft so stärken, dass sie mit dieser Belastung umgehen kann, diese miasmatische Belastung umgehen kann. Es ist wie ein Wechselspiel, so kann man sich das gut bildlich vorstellen. Es ist wie ein Wechselspiel zwischen der Lebenskraft und die Miasmen. Ist die Lebenskraft stark, dann sind die Miasmen kein Problem. Aber sobald sie etwas schwächer ist, dann werden die Miasmen aktiver. Mhm. Und dann haben wir die Symptome. Sehr gut, vielen Dank, da haben wir schon viel, viel erfahren. Ich würde gerne nochmal zurückgehen auf die Kontrolle, da sind wir ja jetzt hier schon ein paar Mal gewesen, also wenn so ein Fall dann wiederkommt, wofür ich nämlich auch die Familienanamnese immer sehr dankbar und wichtig fand, wenn neue Symptome aufgetreten sind nach der Mitte. Das ist etwas, das ich, also vielleicht sagen es andere Dozent, aber ich habe das zum ersten Mal bei meinem Mann, bei Dr. Hughes gehört, wenn er gesagt hat, dass eben neue Symptome durchaus rein miasmatische Symptome sein können. Es gibt zwei und oft eben, was Sie sagen, man findet solche Tendenz in der Familie. Also zum Beispiel, es ist vor nicht allzu langer Zeit eine Patientin gekommen und nach dem homöopathischen Mittel entwickelt sie Knieschmerzen. Mhm. Und sie sagt, ich habe nie Knieschmerzen gehabt. Ich glaube, ich werde wie meine Mutter. Meine Mutter hat immer Knieschmerzen gehabt. Dann habe ich ihr erklärt, das ist ja nur wie eine Auskratzung über die Generationen hinaus. Schützt sie möglicherweise später von so Kniebeschwerden und wird von selber aber auch weggehen. Und so war das auch. Nach ein, zwei Wochen waren diese Knieschmerzen verschwunden, so wie sie gekommen sind. Also das ist sicher wahr. Und es gibt manchmal Symptome, die auftreten. Zum Beispiel, wenn eine Patientin nach einem gut gewählten Mittel einen sehr starken Scheidenausfluss macht. Sie hat nie Problem gehabt, dieser Art. Und der Scheidenausfluss ist psychotisch, gelblich, moderig oder kräsig, so. Ja? Und jetzt, was ist das? Ist das ein neues Symptom? Niemand hat so etwas in der Familie. Es ist kein altes Symptom. Ist es ein Prüfungssymptom? Was ist das? Die Frage ist, wie geht es dem Patienten? Dem Patienten geht es, die Ich-Symptome sind besser. Sie ist selbstsicherer, sie schläft besser, sie hat mehr Freude im Leben. Und jetzt die Psychose erleichtert sich durch diesen Scheidenausfluss. Wir reden von miasmatischer Erleichterung. Und da machen viele Homöopathen aus meiner Sicht einen großen Fehler.
Sie sagen entweder, das ist ein Prüfungssymptom oder es ist ein neues Symptom, das muss behandelt werden. Das Bild ändert sich. Nein, das Bild ändert sich nur vorübergehend. Das ist ein Heilungsverlauf. Abwarten, es ist nötig. Wir müssen unsere Lebenskraft atmen lassen. Mhm. Das ist ja fürchterlich. Die Homöopathen sind manchmal nicht besser als Symptomenjäger, die alles einfach weg und sobald etwas wieder auftritt, dann wird wieder ein Mittel gegeben. Wann darf unsere Lebenskraft in Ruhe arbeiten und sich reinigen, so wie sie es will? Und manchmal, es braucht Geduld, es braucht Zeit, bis ein neues Gleichgewicht gefunden ist. Ja. Und deshalb, also diese miasmatischen Symptome im Fallverlauf sind auch sehr interessant zu wissen, wo wirkt das Mittel. Weil ein Sulfur, Sie geben Sulfur. Okay? Mhm. Patient kommt, weil er immer wieder so Allergien hat und geben ihm Sulfur. Und dann nach Sulfur, und vielleicht war er unkonzentriert und hat Schlafstörungen. Mhm. Nach Sulfur bricht er in einem wirklich blutigen Hautausschlag. Also wirklich mit viel, sobald es sich kratzt, es blutet und so. Gut. Und sie sagen sich, okay, kratzt, bis es blutet, wird kalt und nachdem er geblutet hat, das ist hochsyphilitisch, was passiert? Und da kommt die Familienanamnese. Da gehen sie in die Familienanamnese und sehen, oho, der Opa hat sich umgebracht. Oho, ein anderer hatte eine schwerwiegende Multiple Sklerose, war sehr schnell im Rollstuhl und so weiter. Also Syphilis in der Familie, sie geben aus ihrer Sicht ein antipsorische Arznei und der Körper reinigt sich, indem er sich erleichtert von dieser syphilitischen Belastung. Ja. Und wenn Sie da was machen, dann haben Sie alles kaputt gemacht. Also dann haben Sie Ihre ganz tolle Arbeit ganz kaputt gemacht. Ja. So die Miasmen, wenn man sie dann so anwendet, bieten auch eine sehr große Sicherheit, dass ich nachher eine Analyse-Tool, ein weiteres Analyse-Tool habe, neben denen, den wir schon kennen von Heringschen Heilungsregeln und die Beobachtung vom Kent und diese innen nach außen, ja. Ne, haben wir über die Miasmen noch ein weiteres Analyse-Tool, auch zu schauen, hat die Arznei funktioniert und wenn ja, wo? Super, ja, immer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal ist es nämlich das Erste, oft ist es das Erste, das passiert. Mhm. Ne? Das Erste, was passiert, ist vermehrtes Schwitzen, vermehrtes Wasserlösen, das sind so psorische Erleichterungen. Ja. Oder eben, was wir vorher gesagt haben, diese Ausflüsse oder Blutung, Nasenbluten, tuberkular, syphilitisch. Das sind schon wichtige Kompass. Super. Ich würde zum Schluss nochmal gern auf das Thema von der Beratung eingehen, weil ich das einen sehr spannenden Punkt finde. Ich habe das auch mit den Studenten öfter mal besprochen, wenn sie mich gefragt haben, ja, was soll ich denn in der Abschlussprüfung beraten? Aber ich gesagt, mindestens, oder? Wenn man nichts weiß, oder kann man sich 4 Beratungen parat machen. Ja. Und eine davon wird man nicht brauchen, weil selten ein hochsyphilitischer Patient kommt. So. Ist so, ja. Aber mindestens 3 Beratungsstile sollte man am Anfang wie drauf haben. Und das fand ich eben auch schön an dem Miasma. Es gibt nur 4. So ein bisschen überschaubare. Und wenn man eben dann sagt, okay, der hat einen hohen psychotischen Aspekt, dann, wie Sie das schon erwähnt haben, dann kann man da sehr gut drauf eingehen. Was wären so Beispiele für die anderen Miasmen? Ja, also ich glaube, sagen wir, wenn Sie, es geht auch nicht nur in der Lebensberatung, also allgemein, sagen wir, Umgang mit Emotionen und so weiter, sondern es geht auch zum Beispiel in der diätetischen Beratung, nehmen wir einen psorischen. Wir wissen, beim psorischen Mensch können wir arbeiten in der Regel mit seinen Ängsten. Es gibt ja Ängste, dass, ob es gut kommt, Ängste vor Krankheiten und so weiter. Also mit dem können wir so mild sagen, ja, wissen Sie, Sie müssen das ernst nehmen, Ihr Blutdruck ist jetzt zu hoch, bla, und wir werden ihn motivieren können, so, weil er Angst hat. Und er will es gut machen, er will es machen. Wir wissen von der Diät, was ihm nicht so gut tut, wir wissen, dass wir die Süßigkeit, alles, was seine Nerven abschwächt, ein bisschen mindern müssen. Wir wissen aber auch, dass der Spaß im Leben wichtig ist, so wie bei den Tuberkularen. Also
müssen wir auch aufpassen, dass wir ihm nicht Sachen aufbürden. Wenn wir ihn beraten, um seine Psora zu bewegen, er soll endlich ein bisschen Sport machen, dann müssen wir zuerst rausfinden, was ihm wirklich Spaß macht. Ja? Und nicht mit Pflicht. Pflicht ist bei den Psychotischen. Psychotischen, die brauchen eine klare Linie. Ja? Also wenn sie so weit sind, dass sie etwas machen wollen, es ist nicht so einfach. Wirklich nicht so einfach. Also die Beratung von Bewegung und von was sie machen müssen sonst oder Ernährung verschiebe ich oft auf das Zweite. Die zweite Therapiesitzung. Wenn sie schon das Mittel genommen haben, dann ist das in der Regel ein bisschen offener. Aber sonst, das ist unglaublich. Aber ich habe bei den Psychotischen zum Beispiel, habe ich mich angeeignet, dass ich ihnen erkläre, dass wir die körperliche Psychose, das ist das, was sie weg, dass sie wahrnehmen, dass wir sie nur bewegen können, wenn die geistige Psychose auch bewegt wird. Und für das brauche ich ja ihre Hilfe. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Tuberkularen auch. Und Psychotischen, das ist das Gleiche. Sie brauchen alles, was die Leber eigentlich von den, die Leber etwas erleichtert. Also leichte Kost, alles, was sie nicht gern haben. Und das ist nicht so einfach. Weil die Psychotischen, ja, wir müssen ein bisschen sehr, aber wir müssen einfach schauen mit ihnen, wo können wir einen Kompromiss finden. Die Psychotischen haben auch tiefe, fixierte Ängste. Also mit Ängste können wir nicht arbeiten mit ihnen, weil wenn schon, fixiert sich das und that's it. Ja. Das ist kein gutes Motivator. Sondern, ja, und die Tuberkularen, das ist auch wieder eine große Herausforderung, aber die kann man auch gut beraten mit, wir wissen, die haben gern draußen sein, Bewegung und so weiter. Dann schicken wir sie nicht ins Fitnesszentrum. Ne? Also wir schicken ja niemanden nirgendwo, aber dann beraten wir das nicht. Wir wissen, dass sie, das hilft uns unheimlich in der Beratung. Wir wissen, welche, ein Syphilitische ist schlimmer am Meer. Und und so weiter. Also das ist schon eine hilfreiche Sache. Ich finde es aber vor allem in der Art, wie ich berate. Genau. Ein Psorisch-Tuberkulare muss ich ja relativ locker, witzig umgehen. Ein Psychotische muss ich sehr ernst, sehr professionell, sehr ernst wirken, sonst wird das gar nicht funktionieren. Und das nützt ja nicht. Und Witze haben sie eh nicht so gern. Was soll das? Und ein Syphilitischer, Sie haben schon gesagt, die Beratung eines Syphilitischen ist sehr schwierig. Zuerst das antisyphilitische Mittel geben und dann beraten. Ja. Ist zu viel sonst. Ja. Genau. Und auch die Art, wie man dann eben redet, das hilft einem dann auch wieder, den Kontakt zum Patienten so schön zu geben. Das hatten wir im letzten Intensivseminar, haben Sie das so toll erklärt, diese Ähnlichkeit auch mit dem Patienten dann zu haben. Und wenn ich eben noch nicht weiß am Anfang, na, vielleicht bin ich noch nicht so fit, dass ich dann wie Dr. Bose eine Frage stellen muss, gell, um schon alles zu wissen, sondern habe halt noch die ersten 5, 6 Minuten oder vielleicht auch noch eine halbe Stunde, bis ich ungefähr weiß, okay, ist das jetzt Sepia oder Natur? Na, und mit dem einen muss ich mich ja völlig anders verhalten als mit dem anderen. Aber ich kann ja relativ schnell zu verstehen, okay, es ist jetzt eine psychotische Frau, dann muss ich ja keine Witze probieren und ich muss keine schnelle, spritzige Anamnese machen. Ne? Nein. Also auch dieses Ähnlichkeitsgesetz nachher anzuwenden. Sie sehen es schon im Badezimmer, ne? Genau. Sie gehen im Badezimmer, sehen schon, okay, Cellulitis zum Beispiel bei einer Frau. Sie sehen die Haut, Sie sehen die Körperhaltung. Sie wissen schon, Sie haben ein psychotische Belastung, also jemand mit einer hohen psychotischen Belastung. Also wissen Sie, wie Sie die Hand zu geben haben, ob Sie die Hand auf die Schulter legen oder nicht. Das kommt automatisch, das ist Teil von unserem Job. Ne? Wenn wir das nicht können, dann können wir nicht in Resonanz treten mit dem Patienten. Ja. Treten wir nicht in Resonanz mit dem Patienten, dann fühlt sich der Patient nicht gut aufgehoben, erstens mal, oder? Und zweitens nehmen wir uns einen Großteil, er wird sich nicht so öffnen, wir werden nicht am richtigen Bild herankommen und das ist sehr, sehr schade. Das ist ein sehr wichtiger Anteil von uns und das ist sehr schwierig zu Beginn, als junger Homöopath.
Ich hatte immer Probleme zu Beginn mit so Lachesis-Frauen als junge Homöopathin und mit so Nux vomica-Männer. Die haben mir völlig aus dem Konzept gebracht. Weil der eine hat mir die Symptome nicht gegeben, die ich wollte, und ich hatte Kopfschmerzen am Ende. Und mein Mann war ein sehr, sehr, also mit mir war er ein sehr strenger Lehrer. Ich weiß nicht, wie Sie ihn erlebt haben, aber mit mir hat er extrem viel gefordert und war sehr streng, aber hat sich an sein Prinzip gehalten. Wer ihm nicht nach Hilfe gebeten hat, hat er seine Hilfe nie angeboten. Mhm. Also er hat mir zappeln gelassen. Er hat schon gesehen, dass ich da diese Probleme hatte. Und irgendeinmal habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht und so. Und dann sagt er mir, so wirst du das nie schaffen mit solchen Patienten. Und dann habe ich wirklich verstanden, was es heißt, mit der Stimme zu spielen. Wir haben das meisterhaft bei ihm gehört. Ne? Plötzlich, ja, okay, das ist ja mit einem psychotischen Menschen. Der ist selber ja, nein. Und mein Mann ist selber ja, nein geworden. Und dann plötzlich kommt eine Lachesis und oder eine Frau, die eine Medorin oder was das ist, oder? Mhm. Und dann blüht er auf, dann redet er von allen möglichen Dingen. Ja, das ist ein Teil. Und da helfen und die Miasmen. Ich wollte Sie ganz kurz korrigieren. Ich habe immer wieder gehört von ihm, du musst nicht in Arznei denken, du musst in Miasmen denken. Die Arzneien kommen danach. Ja, genau. Aber wenn du der Teil nicht hast, dann bist du nicht auf dem richtigen Weg. Ja, das habe ich eben auch auf die harte Tour gelernt. Wie so oft, ne, lernt man bei der Homöopathie die meisten Sachen auf die harte Tour. Und dank meines Chefs auch immer als unterstützende Koryphäe nebendran, die mir dann auch hilft, das zu korrigieren. Aber wie oft ich Nathmu getröstet habe, weil ich gedacht habe, sie ist Calcium oder irgendwie so, und dann plötzlich macht das arme Mädchen zu und ich habe gemerkt, oh, das war nicht gut. Und einige sind dann auch wirklich nicht wiedergekommen, weil sie sich eben gar nicht auch dann verstanden, angenommen gefühlt haben, sondern wo ich dann viel zu weich, viel zu eng, viel zu nah rangekommen bin an Patienten, die eben diese psychotische Distanz hatten und auch umgedreht. Ne? Wenn ich dann andere Phasen hatte, wo ich nicht so gut drauf war, dann eher distanziert war und dann saß ein lustiger Typ da, der mit mir Witze machen wollte und ich wollte einfach nur seine Symptome wieder gehen. An so Tagen verliert man dann auch so Patienten, so etwas, was sie so schön gesagt haben, am Intensivseminar diese Persönlichkeit auch draus zu halten. Mhm. Das fand ich und finde ich heute immer noch eine gute, wichtige Lektion und eine Herausforderung, ne, das wie an der Tür abzugeben. Der Satz stammt nicht von mir, sondern von Dr. Hughes. Er hat es mal geschrieben und gesagt, jede Fallaufnahme ist eine Meditation voller Achtsamkeit. Mhm. Von Moment A bis Moment Z. Volle Achtsamkeit. Wir dürfen nichts weglassen. Manchmal ist es ein Zucken im Auge, das ist, dem Patient ist es nicht wohl. Jetzt muss ich. Und dann mit den Jahren kommt noch im Spiel, wie viel darf ich provozieren, um ein Symptom rauszuholen? Was mag es vielleicht, also wie weit kann ich gehen, damit der Patient sich noch wohlfühlt? Ja. Wann muss ich wieder ihm erklären, sorry, ich musste sie provozieren, das war nur, um sie besser zu verstehen und so weiter. Also es ist eine Kunst. Ja. Es ist eine Kunst, so mit Menschen umzugehen. Mhm. Und die Miasmen spielen sicher eine wichtige Rolle dabei. Ja. Super, vielen, vielen Dank. Das könnte ich jetzt mir noch eine Stunde anhören, aber wir sind am Ende angelangt. Ich danke für die vielen tollen Informationen und ich bin sicher, dass auch unsere Zuhörer das sehr genossen haben, da einen Einblick zu haben in die Arbeit. Wir werden das ja in einer anderen Varianz auch demnächst nochmal haben im Podcast, weil wir noch sprechen werden über die Use-Methode. Da wird Frau Keller noch anwesend sein und Herr Bauer auch nochmal. Sehr gut. Da würden wir dann darüber sprechen. Da freue ich mich sehr drauf. Und bis dahin wünsche ich Ihnen einen ganz schönen Abend. Danke für die Zeit. Ihnen auch. Vielen Dank. Und wenn Sie wollen, gehört Ihnen das letzte Wort als Abschied an die Hörer. Als Abschied an die Hörer. Also tragen Sie Sorge zu sich und zu Ihrer Lebenskraft. Und wenn Ihre Lebenskraft sich ausdrückt durch gewisse Symptome,
dann respektieren Sie sie und unterdrücken Sie nicht alles, was da kommt. Wir dürfen auch mal krank sein. Das ist in dieser Zeit jetzt ein wichtiger Punkt. Nicht, dass jede Schnupfen und jeder psorische Ausdruck unterdrückt. Weil wenn wir die Psora unterdrücken, geht es tiefer. Und dann geht es tiefer in weniger angenehmen Formen, wie zum Beispiel Stirnhöhlenentzündung oder andere Probleme. Alles hat einen Zusammenhang. Vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Bis bald. Bleibt gesund. Wiedersehen. Ciao.